Reine Freude. So sieht sie aus bei einem 16-Jährigen, der gerade sein erstes Rennen in seiner ersten Track-Europameisterschaftssaison gewonnen hat. 20 Minuten zuvor heißt es, volle Konzentration für den jungen Ungarn Benedek Major, als er sich im südwestfranzösischen Nogaro auf seinen ersten Start von der Pole Position vorbereitet. Die Pole Position innehaben ist das eine. Um sie in einen Sieg umzusetzen, bedarf es jedoch noch wesentlich mehr. Sich in der ersten Kurvenfolge durchzusetzen, das ist das Wesentliche. Benedek zeigt sich der schweren Aufgabe gewachsen. Es gelingt ihm, die harte Attacke des erfahrenen José Marias Corena im blauen MAN abzuwehren. Von da an heißt es schlicht, tue dein Ding, bleibe ruhig, enjoy the ride. Antoni Janjek, Nummer 9, auf der zweiten Position, trägt seinen Teil bei, indem er die Verfolgermeute zurückhält, während es Major in seiner weißen MAN-Rennmaschine gelingt, seinen Vorsprung stetig auszubauen. Und so geschieht es. Der junge Benedek Major fährt geradewegs ins Truckracer-Paradies. Es erwartet ihn ein stolzer Vater und eine überglückliche Mannschaft, deren harte Arbeit sich viel schneller ausgezahlt hat, als irgendeiner erwarten konnte. Es war interessant, weil am Start sah ich, dass dicht hinter mir Kämpfe im Gang waren. Da dachte ich, okay, bleib ruhig. Ich versuchte mein Bestes und danach ergab sich, dass ich Abstand gewinnen konnte. Das war einfach cool. Es ist einer dieser seltenen Momente. Ein Rennmärchen ist wahr geworden.